Seit anderthalb Monaten läuft die zweite Staffel Seven vs. Wild. Wir sagen Dankeschön. Zweite Staffel Seven vs. Wild. Und weil die richtig Bock macht und ich nun einmal Spielentwickler bin, habe ich mir vorgenommen, ein kleines Seven vs. Wild Spiel zu programmieren. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich alles gemacht habe. Ich habe in der Vergangenheit schon ein paar 3D-Spiele gemacht. Aber tatsächlich fühle ich mich mit 2D deutlich wohler. Ein Grund mehr, dass das Seven vs. Wild Spiel 3D wird. Weil ich ziemlich wenig Zeit habe, das Spiel aber trotzdem gut aussehen soll, habe ich im Unity Asset Store nach coolen 3D-Modellen gesucht. Ich habe mich dann für diese Low-Poly-Dschungelwelt entschieden und die sieht schon mal ziemlich heftig aus. Welcome to the jungle! Als erstes brauchen wir natürlich einen Kandidaten, der diesen Dschungel dann auch erkunden kann. Also habe ich einen Spieler hinzugefügt. Knossi, bist du das? Das ist natürlich nur ein Prototyp. Da fehlt noch was. Perfekt. So kann man jetzt auf jeden Fall schon mal in First und Third Person den Dschungel erkunden. Sieht schon ganz episch aus. An der Stelle hatte ich aber ein Problem. Mein Herr Anwaltspiel braucht einfach zu viel Zeit und Aufmerksamkeit und ich wollte das Seven vs. Wild Projekt aufgeben. Aber dann kam diese Nachricht. Mr. Lux hat mich gefragt, ob wir das Seven vs. Wild Spiel zusammen weitermachen wollen. Eigentlich habe ich absolut keine Zeit dafür, aber... Scheiß drauf! Scheiß drauf! Weil ich schon seit Ewigkeit mal wieder ein Spiel im Team entwickeln will, habe ich mich dann dazu entschieden, das Herr Anwaltspiel für 2 Wochen zu pausieren und bis Weihnachten... Mikro? Um bis Weihnachten ein Spiel beim Seven vs. Wild Prototypen zu erstellen. Mr. Lux hat als erstes eine zufällige Inselgenerierung erstellt, in der wir dann den Spieler später aussetzen können. Ich kümmere mich währenddessen erstmal um die Tiere. Dafür habe ich mir ein Pack mit Low-Poly-Tieren im Asset Store gekauft. Da sind auf jeden Fall schon einige dabei, die wir ins Spiel packen können. Das ist ein Krokodil. Ich bin weit weg von den 80%. Ich bin bei 120. Das ist ein fucking Krokodil. Also wirklich, das ist... Da. Wow! Ja. Wunderschön. Jetzt muss ich halt noch eine AI programmieren, damit sich das Krokodil auch bewegen kann. Zumindest kann es jetzt in deine DMs sliden. Aber mit einer vernünftigen Bewegungsanimation sieht es schon mal... Physik? Damit das Krokodil besser aussieht, muss es sich parallel zum Boden rotieren. Und das zu programmieren war gar nicht mal so einfach. Als erstes habe ich 4 Kugeln an die Füße von dem Tier hinzugefügt. Die Idee war es, dass das Krokodil sich immer so rotieren muss, dass alle 4 Kugeln den Boden berühren. Ich habe dann also ein Skript geschrieben und es getestet. Ja gut, ich hatte aus Versehen programmiert, dass es sich immer so rotiert, dass die Kugeln nicht den Boden berühren. Hat aber auch was. Also nochmal das Skript anpassen. Ja. Irgendwas stimmt mit Kroki nicht. Also habe ich die Rotationswerte optimiert, viel rumprobiert und jetzt ist es fast gut. Zumindest bis das Krokodil seine Richtung stark ändert. Das mit den Kugeln hat auf jeden Fall nicht geklappt. Wir brauchen eine neue Methode. Ich habe eine Ebene erstellt, die das Krokodil repräsentiert. Und dann alle meine Mathe-Skills verwendet, um eine Formel zu entwickeln, die Ebene so rotiert, dass die 4 Eckpunkte möglichst nah am Boden sind. Und das funktioniert. Wie ihr seht, ist die Ebene jetzt immer parallel zum Boden. Die Rotation muss ich dann nur noch aufs Krokodil übertragen und jetzt sieht es doch ganz gut aus. Das Ganze funktioniert übrigens auch, wenn Pflanzen auf der Map sind. Aktuell sucht sich das Krokodil aber immer nur einen random Punkt aus und läuft dann dahin. Es soll den Spieler aber natürlich auch noch angreifen können. Also habe ich es so programmiert, dass das Krokodil euch verfolgt und angreift, wenn ihr ihm zu nahe kommt. Damit dann auch was passiert, gibt es noch eine Health Bar und Fliegen... Fliegen könnt ihr natürlich auch... ja. Und so einen Bluteffekt brauchst du auch noch, wenn ihr getroffen werdet. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr so Otto-mäßig auf Krokodiljagd gehen wollt. Deswegen gibt's für den Spieler erstmal eine Waffe. Ey, das gibt's nicht, dass ich echt eine Axt gebaut habe. Ist zwar eine Machete, aber egal. Die habe ich dann animiert, damit man sie schwingen kann. Und jetzt könnt ihr das Krokodil bekämpfen. Das sieht allerdings noch maximal langweilig aus und die Leiche verfolgt euch. The fuck? Damit der Fight zumindest etwas ansehnlicher wird, habe ich Unity's Particle System benutzt, um einen Blutstropfen-Effekt zu erstellen. Ja, besser wird's erstmal nicht. Als zweites Tier habe ich dann mit derselben Methode noch Wildschweine erstellt. Einfach Wildschweine neben mir. Fuck. Mr. Lux und ich haben unsere bisherigen Ergebnisse dann mal zusammengemerged und so sieht das Spiel jetzt aus. Ausgesetzt auf einer einsamen Insel, mit nichts als einer Machete muss der Kandidat irgendwie an diese Kokosnüsse kommen. Sag mal. Den Gefahren wilder Tiere trotzen und 7 Tage lang überleben. Das Spiel ist natürlich noch nicht fertig. Es wird noch viel epischer. Also abonniert meinen Kanal, um keine Updates zu verpassen und schaut auch bei dem Video von Mr. Lux vorbei. Euch allen ein wunderschönes...